Empfehlung und mit voller Unterstützung der mit ihr im Warschauer Pakt verbündeten Staaten ergreift die Deutsche Demokratische Republik wirksame Sicherungsmaßnahmen an ihrer Grenze nach West-Berlin. Ein geschichtlicher Tag. Ein Tag, der direkt oder indirekt, unmittelbar und dann fortwirkend das Leben vieler Menschen beeinflusste. Nicht nur das Leben der Berliner. Ein umstrittener Tag. Vieles hat sich verändert, in Deutschland und in der Welt. Auch die Mauer hat sich verändert. Sie ist höher und fester geworden. Eine so einschneidende Maßnahme wie die vom 13. August 1961 mag noch so berechtigt und noch so schlüssig zu begründen sein. Ob sie wirklich notwendig und erfolgreich war, auch für die vielen Menschen, die unter der Trennung von ihren Angehörigen und Freunden zu leiden haben, das kann allein die Zeit beweisen. Seitdem sind 3 Jahre vergangen, ein Zeitraum also, der ein Urteil ermöglicht. Die erste Frage, die man mit Recht stellt, ist die nach Sein oder Nichtsein, nach Frieden oder Krieg. Wie war das damals in Deutschland im August 1961? War der Frieden damals wirklich bedroht? Und kann man heute sagen, dass es um den Frieden besser bestellt ist und dass die Mauer ursächlich dazu beigetragen hat? Erinnern wir uns. Flüchtlinge auch bei Seifennersdorf beschossen. Flüchtlingselend in Schneidemühl. Terror ohne Ende. 70.000 kehrten heim ins Reich. Flüchtlinge berichten über Zerfallserscheinungen in Polen. Polnische Polizei macht Tausende von Grenzgängern brotlos. So wurde 1938-39 der Zweite Weltkrieg psychologisch vorbereitet. Und so war es 1961. Jagd auf Flüchtlinge. Lämmer, helft den Flüchtlingen. Pankow verschärft den Terror. Der Flüchtlingsstrom schwillt weiter an. Verzweifelte Menschen fliehen aus der Hoffnungslosigkeit. Grenzgänger sind freiwillige Funktionäre. Eine teuflische Parallele, eine lebensgefährliche Politik. Strauß erklärt während einer USA-Reise, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht zu Ende, eine Explosion in der Zone steht bevor. 10. August 1961. Nazi-General Speidel brüstet sich auf einer Inspektionsreise entlang der Grenze der Deutschen Demokratischen Republik. Die NATO ist in diesem Raum gerüstet.
Gefährliche Illusionen sind mit der Errichtung unseres Schutzwalls vernichtet worden. Der Industriekurier, die Zeitung der westdeutschen Monopole, gestand es 19 Tage nach dem 13. August ein. Eine Vereinigung mit siegreichem Einzug der Bundeswehr durchs Brandenburger Tor unter klingendem Spiel, eine solche Wiedervereinigung wird es nun nicht mehr geben. Das wurde verhindert. Trotzdem versuchten die Scharfmacher in Bonn und West-Berlin, ihre Kriegspläne noch zu realisieren. Die Springerpresse heizte bellend an und die Halbstarken aller Altersstufen versuchten den provokatorischen Biss. Doch sie bissen auf Mauersteine. Und reagierten sich auf freiheitliche Manier an SED-Büros und an der S-Bahn in West-Berlin ab. Auch die Hoffnung gewisser Kreise, die westlichen Besatzungsmächte in ein gefährliches Abenteuer treiben zu können, erfüllte sich nicht. Truppenverstärkungen nach West-Berlin, militärische Sicherungsmaßnahmen, ja. Aber Selbstmord? Nur deshalb, weil ein anderer Staat auf seinem eigenen Territorium eine Grenzordnung verwirklicht, wie er sie für notwendig hält? So unvernünftig waren weder die Franzosen, noch die Engländer, noch die... Nein, sie wollten nicht sterben für aufgehetzte Teenager, Halbstarke und für politische Radaubrüder. Einem aus dieser letzten Kategorie, Herrn Lemmer, wurde es mit Nachdruck klargemacht. Enttäuschte Hoffnungen für Abenteurer, erfüllte Hoffnungen für alle Menschen, die friedlich leben wollen. Längst bietet der Checkpoint Charlie, die Grenzübergangsstelle Friedrichstraße, ein anderes Bild. Ruhe, Ordnung, geregelter Grenzverkehr. Nichts mehr von Hochspannung. Und auch im internationalen Maßstab hat sich seitdem die Hochspannung merklich vermindert. Der direkte Draht zwischen Kreml und Weißem Haus, hier die Installierung des Fernschreibers in Washington, ist nur ein kleines Beispiel dafür. Noch versuchen die Imperialisten Konflikte in der Welt. Noch gibt es Rückschläge. Noch ist vieles zu tun. Doch die Westmächte werden immer wieder zur Vernunft gebracht. Deshalb, weil ihnen das Kräfteverhältnis in der Welt, auch und nicht zuletzt in Deutschland, klarer geworden ist. Die Unterzeichnung des Teststopp-Abkommens vor einem Jahr war eine der erfreulichen Folgen dieser Einsicht. Und wir können sagen, dass der 13. August 1961 wesentlich dazu beigetragen hat, diese Einsicht zu entwickeln. Meine Damen und Herren, Sie kennen alle das Gleichnis von der Milchmädchenrechnung oder die Geschichte von der Haut des Bären, über die man bereits verfügt, ohne sie je zu bekommen. Aber alle diese Phantasten aus der Fabelwelt werden noch übertroffen von den Anhängern der Hallstein-Doktrin. Die Bonner Staatsräson, Hallstein-Doktrin genannt, besagt kurz, dass die Bundesrepublik der einzige legitime deutsche Staat wäre. Daher sei Bonn befugt, im Namen des ganzen deutschen Volkes zu sprechen. Dieser Alleinvertretungsanspruch, wie das hässliche Wort heißt, für die Grammatik der Bonner Propagandisten bitte ich Sie, mich nicht verantwortlich zu machen. Dieser Alleinvertretungsanspruch ist nichts anderes als der Anspruch, die DDR legal zu annektieren. Es wäre der erste Posten in der Bonner Milchmädchenrechnung
für weitere Eroberungen entsprechend den Grenzen des deutschen Nazireiches von 1937. Aber die Hallstein-Doktrin ist nicht nur ein Fantasieprodukt, sie ist auch eine sehr reale Erpressung. Allen Staaten, die Beziehungen zur DDR haben oder aufnehmen wollen, droht Bonn mit brutalen Sanktionen im Widerspruch zum Völkerrecht und zur Souveränität der Nationen. Eins ist klar: Je länger die DDR existiert und erstarkt, und sie lebt schon länger als beispielsweise die Weimarer Republik, umso mehr verblasst die Hallstein-Doktrin. Seit dem 13. August 1961 bemüht sich Bonn nun, der Hallstein-Doktrin durch eine intensive Mauerhetze neuen Atem einzuhauchen. Ist das gelungen? Die Reaktion in der Welt war ganz anders, als Bonn erwartet hatte. Die Realität der Existenz zweier deutscher Staaten mit fest umrissenen Grenzen ist gerade vor 3 Jahren eindrucksvoll demonstriert worden. Ministerpräsident Nehru am 16. August 1961. Es ist zu wünschen, dass sich diese beiden Staaten normal in Richtung auf eine Annäherung entwickeln. Krieg oder Übereinkunft? Einen dritten Weg gibt es nicht. Am 4. September 1961, Frau Bandara-Neike. Die gegenwärtige Krise in Berlin ist ein Teil des ganzen Problems des geteilten Deutschlands. Deshalb ist eine permanente Friedensregelung für dieses Land nötig. Am 1. September 1961, Dr. Sukarno. Der gesunde Menschenverstand verlangt, dass die de facto Souveränität der zwei Deutschlands als eine große Realität anerkannt wird. Er gebietet ferner, West-Berlin nicht zu dem Ort zu machen, auf dem die Konflikte der Großmächte ausgetragen werden. Seitdem ist das internationale Ansehen unserer Republik weiter gewachsen. Politische Repräsentanten der DDR wurden und werden von den Regierungen vieler Länder achtungsvoll und freundschaftlich empfangen. Besonders die jungen Nationalstaaten wissen die Bedeutung dieses deutschen Staates immer besser einzuschätzen. Seine konsequente Friedenspolitik, seine ehrliche Hilfe, seine Kampfgenossenschaft gegen neokolonialistische Pressionen. In den vergangenen 3 Jahren schloss die DDR allein mit jungen Nationalstaaten mehr als 20 Abkommen auf Regierungsebene über Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wirtschaft und des Handels, der Wissenschaft und Technik und des Gesundheitswesens ab. Was ist von der Hallstein-Doktrin übrig geblieben? Die Deutsche Demokratische Republik unterhält diplomatische Beziehungen zu 13 Ländern. Generalkonsulate und Konsulate bestehen in 18 Ländern. Handelsvertretungen unterhält die DDR in 15 Ländern. Viele dieser Beziehungen kamen seit 1961 zustande und dieser Stand von heute wird bald überholt sein. Denn in Berlin, in der laut Hallstein-Doktrin nicht existierenden DDR, geben sich besonders seit dem 13. August 1961 Politiker und Parlamentsdelegationen auch aus dem kapitalistischen Ausland die Türklinke in die Hand. Liberale, Gaullisten, Sozialisten, christliche Demokraten, Konservative. Sie kommen mit vielen Vorurteilen, oft sogar in Feindschaft. Sie verabschieden sich von uns mit der Erkenntnis, dass es zumindest ein Gebot der Vernunft ist, mit der DDR normale Beziehungen aufzunehmen und mit dem Versprechen, sich in ihrer Heimat dafür einzusetzen. Aber wie ist es eigentlich in der DDR weitergegangen? Wie haben sich die Maßnahmen des 13. August 1961 bei uns ausgewirkt? Gut oder schlecht? Ist es vorwärts oder rückwärts gegangen? Leben wir heute besser oder schlechter als vor 3 Jahren? Die Antwort wird keinem schwerfallen. Sicherlich, es gab schmerzliche persönliche Trennungen. Aber sind wir nicht auch vor 3 Jahren von der Last des direkten imperialistischen Einflusses befreit worden, von der Störtätigkeit, von Konflikten?
keine Wechselstuben, kein Grenzschmuggel, keine Abwerbung mehr. Es ging voran. Für den Einzelnen von uns und auch beim großen Ganzen, beim Aufbau des Sozialismus. Verglichen mit 1960 stieg die Industrieproduktion im Jahre 1963 um 12,7 Milliarden Mark. Erhöhte sich die Zahl der in der Landwirtschaft eingesetzten Mähdrescher um 100%. Konnte der Außenhandelsumsatz um 2,6 Milliarden Valutamark gesteigert werden. Wurden im Einzelhandel für 2,5 Milliarden mehr Waren umgesetzt. Stieg der Bestand an Kühlschränken pro 100 Haushalte von 6,1 auf 16,2. An Waschmaschinen von 6,2 auf 18,4. An Fernsehempfängern von 16,7 auf 38,4. Wuchsen die Spareinlagen der Bevölkerung um 35%. Immer mehr Milliarden Mark werden investiert. Die Voraussetzungen für die weitere Steigerung des Lebensstandards, der Bau von Industriegiganten, können seit dem 13. August 1961 mit größerer Kraft und erhöhtem Nutzeffekt geschaffen werden. Brot und Fleisch, Fernsehgeräte und Autos, Wohnhäuser und Fabriken sind wichtig. Aber sie sind nicht alles. Welchen Einfluss hat eigentlich die Errichtung der Mauer auf unser großes nationales Ziel, auf die Wiedervereinigung Deutschlands gehabt? Die Errichtung der Mauer, so sagt Bonn, ist ein großes Hindernis für die Wiedervereinigung. Die Errichtung der Mauer, so sagt Berlin, hat wesentlich dazu beigetragen, einige Illusionen zu zerstören, die die Wiedervereinigung behinderten. Vor allem die Illusion, man könne die DDR schlucken, in den Machtbereich Bonns eingliedern, durch Drohung, durch Erpressung, durch Aggression. Die Wiedervereinigung, so sagt Bonn, sei eine Angelegenheit der Großmächte. Die Wiedervereinigung, sagt Berlin, ist eine Aufgabe der Deutschen selbst. Beide deutschen Staaten müssen miteinander verhandeln, damit die Lage in Deutschland entschärft und normalisiert wird. Aber verhandeln, sagt Bonn, könne man nicht mit einem Regime, das seine Bürger vor 3 Jahren hinter KZ-Stacheldraht eingesperrt habe. Das sind die KZ-Insassen. Sie haben Besuch bekommen aus Westdeutschland und aus West-Berlin. Diese Diskussionsgruppen bildeten sich immer da, wo Gespräche angefangen wurden. Diese Gespräche wurden dann im Laufe des Tages geführt. In aller Offenheit? In aller Offenheit, bis in die Nacht hinein. Und das ging von der Friedrichstraße bis zum Brandenburger Tor. Und ich bedauere es bloß, dass wir nicht tatsächlich, wie der Vorschlag aus Berlin kam, mit 100.000 Jugendlichen rüberfahren konnten. Selbst wenn sie nicht zu allen Fragen antworten konnten. Ich weiß nicht, ob sich jeder mit der deutschen Geschichte befasst oder mit der Politik. Das ist ja leider bei uns so eine Sache. Aber sie hätten doch zumindest von den Argumenten lernen können und sie wären dann aufgewacht und hätten dann gesagt, also, oder hätten zu Hause überlegt, es muss doch eine Antwort darauf geben und wären dann vielleicht von selbst dahinter gekommen, dass man sich mit der jüngsten deutschen Geschichte und mit der Geschichte im Augenblick auseinandersetzen muss und nicht bloß so blau in den Tag hineinleben kann und sagen kann, mir geht's gut, Politik interessiert mich nicht, die wird in Bonn gemacht. Offene Diskussion in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Sie wollen keine Lügen, keine Hetze, keine Feindschaft. Sie suchen und gehen einen neuen Weg, weil der Bankrott der Bonner Politik mit und seit dem 13. August 1961 immer offensichtlicher geworden ist. Das Interview der Westdeutschen Illustrierten Stern mit Walter Ulbricht hat das deutsche Gespräch in Gang gebracht. Schon wird es in fast allen Bereichen des Lebens geführt. So ist für uns das Erstaunlichste, dass die Frage des Gesprächs mit den Kommilitonen in der DDR, die uns das Wesentlichste erscheint bei all unseren Besuchen hier und bei all den Besuchen von Kommilitonen aus der DDR in der Bundesrepublik. Und was diese Gespräche so außerordentlich wertvoll macht, wie wir finden, ist diese Aufgeschlossenheit, dieses wache Interesse für die Fragen, die uns berühren,
dieses Interesse, das auf beiden Seiten da ist und das, wie ich glaube, tatsächlich in diesen persönlichen Gesprächen zu einem größeren Verständnis zwischen unseren beiden Ansichten und Haltungen kann. Und welche Eindrücke hatten Sie heute? Ja, ich muss also dem Freund beipflichten und ich bin also sehr erfreut, feststellen zu können, dass so viele Westdeutsche herübergekommen sind und noch kommen und dass man also hier wirklich offen seine Meinung aussprechen kann, ob man nun gegenteiliger Meinung ist oder nicht. Und man kann also diskutieren, ohne dass man dann verfolgt wird, oder wie das zum Beispiel bei uns der Fall ist. Herr Intendant Dietz, ich möchte Sie zunächst recht herzlich zu Ihrem großartigen Erfolg heute Abend beglückwünschen. Darf ich Sie fragen, mit welchen Eindrücken fahren Sie wieder zurück nach Mannheim? Meine Eindrücke, und ich glaube, das sind auch die Eindrücke meines Ensembles. Wir sind sehr beglückt über diesen Empfang, den wir hier gefunden haben, über die Begeisterung des Publikums. Haben Sie weitere Gastspielreisen zu uns geplant? Der Kollege Henneberg aus Dresden wird im Oktober in Mannheim sein mit Troilus und Cressida. Und was dann weiter wird, ich weiß es nicht. Aber was ich für meine kleine Person dazu tun kann, dass es wieder wird, das will ich gerne tun. Und ich darf sagen, dass dieser erste Start gar nicht so schwierig war. Manche Hoffnungen, die wir vielleicht früher einmal gehegt haben, mussten wir inzwischen leider begraben. Die Gegenwart beweist mit der Mauer in Berlin und der tragischen Spaltung Deutschlands, wie weit wir uns von den Vorstellungen der Zeit vor 15 Jahren entfernt haben. Und so sind wir heute vor neuen Fragen und können nicht mehr mit den alten Rezepten glauben, in der Deutschlandfrage voranzukommen. Natürlich brauchten wir und brauchen wir militärische Stärke. Aber die Vorstellung von der automatischen Wiedervereinigung ist gescheitert. Grundsätzlich glaube ich, wir sollten uns darauf einstellen, dass wir an der Anerkennung der DDR in irgendeiner Form nicht vorbei können. Ob wir nun einen Botschafter da haben und die DDR de jure anerkennen, das wage ich nicht zu entscheiden. Aber wir können nicht erwarten, dass wir auf die Dauer mit diesen Leuten Verhandlungen haben und ihnen jedes Mal versichern, ihr seid für uns überhaupt nicht vorhanden. Das ist widersinnig. Diese Position werden wir auf die Dauer nicht halten können, dessen bin ich sicher. Wird darüber bei uns offen diskutiert oder zählt diese Frage zu den Tabus? Oh, ich möchte sagen, es gibt eine überaus offene Diskussion, nur findet sie leider nicht im Bundestag und leider nicht innerhalb der Parteien statt. Ich bitte die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, die Abgeordneten des Bundestages und der Länderparlamente, die Führungen der politischen Parteien, die Gewerkschaften, die Frauenorganisationen, die Bauern- und Jugendverbände zu folgenden drei Fragen Stellung zu nehmen. Erste Frage. Sind Sie für Verzicht auf atomare Rüstung in jeglicher Form, für schrittweise Abrüstung einschließlich entsprechender Kontrollmaßnahmen und für Herabsetzung der Rüstungsausgaben in beiden deutschen Staaten? Zweite Frage. Sind Sie für Verständigung und gleichberechtigte Zusammenarbeit der beiden deutschen Staaten und Westberlins mit dem Ziel der Überwindung der Spaltung der Nation und der Schaffung eines einheitlichen, friedliebenden Deutschlands? Dritte Frage. Sind Sie im Interesse der Überwindung der Spaltung für die Zusammenarbeit und das allmähliche Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten und Westberlins durch Bildung eines deutschen Rates, der sich paritätisch aus Vertretern der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik und des Bundestages der Bundesrepublik zusammensetzt? Die Bilanz der drei Jahre seit dem Bau des Schutzwalls ist leicht zu ziehen. Den Politikern und Generalen in Bonn, die die DDR ausbluten und annektieren wollten, ist klar gesagt worden, bis hierher und nicht weiter. Gefährliche Abenteuer hier in Berlin an einer Kontaktstelle zwischen den beiden mächtigsten Militärblöcken der Welt wurden verhindert. Seitdem sind einige Illusionen gefallen und viele Leute in der westlichen Welt wurden realistischer, vernünftiger. Die Entspannung konnte weitere Fortschritte machen. In der DDR
ist es seitdem vorangegangen, schneller als vorher. Jeder von uns lebt heute besser als 1961. Und wenn das auch unbestritten ist, eine Frage bleibt offen. Und sie ist alles andere als zweitrangig. Ist es nicht möglich, die Härten, die die Mauer für viele Leute gebracht hat, zu beseitigen oder zu mildern? Erinnern wir uns. Zunächst konnten die Bürger Westberlins wie zuvor in die Hauptstadt der DDR kommen. Hier Aufnahmen aus jenen Tagen. Diese Möglichkeit wurde jedoch von Agenten und Provokateuren ausgenutzt. Unsere Regierung sah sich zu strengerer Kontrolle gezwungen. Deshalb wurden in einigen S-Bahnhöfen in West-Berlin Passierscheinstellen eingerichtet. Schon drängten sich die West-Berliner an den Schaltern. Da... Als BKO vom 25.08.1961 teile ich Ihnen mit, dass die Einrichtung und der Betrieb von Büros zur Ausgabe von Aufenthaltsgenehmigungen für Bürger West-Berlins zum Betreten des sowjetischen Sektors auf dem Boden von West-Berlin verboten ist. Sie haben daher sofort die Ausgabe von Aufenthaltsgenehmigungen einzustellen und die Ankündigungen zu entfernen oder zu überkleben. Nach ständigen, vergeblichen Verhandlungsangeboten kam es Ende des vorigen Jahres endlich zu offiziellen Gesprächen zwischen Beauftragten der Regierung der DDR und des regierenden Bürgermeisters von West-Berlin, zwischen den Herren Bendt und Korber. Die Vernunft siegte. Das Dezemberabkommen öffnete die Grenze für Millionen West-Berliner Bürger. Es waren schöne, lang ersehnte gemeinsame Feiertage. Der Beweis war erbracht, dass bei gutem Willen eine Regelung gefunden werden kann. Die Regierung der DDR machte danach neue, erweiterte und verbesserte Vorschläge. Aber... Und ich glaube, ich habe es deutlich genug zum Ausdruck gebracht, auch vor der Plenum des Bundestages, dass in der Weihnachtsregelung, die als eine einmalige Regelung angekündigt war, wir über unseren eigenen Schatten gesprungen sind. Unter den gleichen Modalitäten sicher nicht. Es hat keinen Sinn, der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen. Dagegen der Standpunkt der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Wir wissen, dass es der heiße Wunsch der Bürger Westberlins ist, ihre Verwandten in der Hauptstadt der DDR wiederzusehen und in dringenden Familienangelegenheiten in frohen wie in bangen Stunden bei ihnen zu sein. Die Regierung unserer Republik ist bereit, die Passierscheinübereinkunft so zu verlängern, dass sie diesem berechtigten menschlichen Anliegen entspricht. Noch wird verhandelt. Wenn es nach uns ginge, dann könnten diese Bilder von gestern Bilder von heute und von morgen sein. Es bleibt eine letzte Frage zu stellen. Wie lange wird die Grenze zwischen der DDR und West-Berlin durch Mauer, Stacheldraht, Wachtürme und Maschinenpistolen markiert sein? Das kann und wird sich erst dann ändern, wenn in West-Berlin und Westdeutschland jene Ursachen beseitigt sind, die uns zur zuverlässigen Sicherung unserer Grenzen gezwungen haben. Zuerst hat Bonn eine Mauer errichtet. Auf ihren Steinen steht: Separatwährung in Westdeutschland und West-Berlin. Gründung des Bonner Separatstaates. Militarismus und Atomaufrüstung. Beitritt zum NATO-Pakt. Revanchismus. Antikommunismus. Hallstein-Doktrin, Frontstadtpolitik. Dieser Mauer gegen Verständigung und Frieden haben wir unsere Mauer entgegengesetzt. Sie wird erst dann abgetragen werden, wenn die Bonner Mauer gefallen ist. Keinen Tag eher.